Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Persona 5 Royal und dem Beagle. Ich mache immer 30 Minuten, aber nein, ich möchte 35 Minuten haben. So nämlich. Ich habe entschieden, ich hatte ja gesagt, dass ich das noch so entscheiden muss, dass ich ihr helfen werde. Oh. Alle sind immer voll fesch begeistert, wenn ich voll auf ihre Seite bin. Excuse me. Treibst du dich Mondlichtviertel rum, nicht wahr? Beagle Kuhn und ich haben dich dort gesehen. Dein Weg nach zu urteilen, glauben wir, dass du im Salon nach der Schule arbeitest. Wie ist die Arbeit dort? Was meinst du denn damit? Es ist ein normales Café. Ich trage ein Kostüm, das war's auch schon. Aaron, ich muss nichts Seltsames tun, was du weißt, was ich meine. Das ist alles total egal. Na, ach nö, das Schlimmste sind komische alte Typen, die mich angaffen. Ich sehe. Gut, also ich könnte einfach meinen Eltern um Geld bitten, wenn ich welches brauche. Oh Gott, aber dann würde ich sie ständig fragen, was ich denn kaufe. Darum arbeite ich im Salon. Ich habe mein eigenes Geld und die Typen, die dort hängen gehen, verwöhnen mich total. Es ist doch schön, wenn Leute dir zeigen, dass du was Besonderes bist, oder? Aber ich bin mir sicher, eine Musterschlurin wie du ist das gewöhnt. Also verpetzt du mich? Du hast sogar einen Zeugen mitgebracht. Moment mal, heißt das nicht, dass ihr zwei zusammen in Shinjuku wart? Wie kommt denn das Fräulein Präsidentin? Yes. Was dich eigentlich habe, nicht vor, es jemandem zu erzählen. Aha, verstehe. Also hüten wir jetzt gegensätzlich unsere Geheimnisse? Oh Mann, gerade fällt mir ein, dass dein Typ ein Verbrecher sein soll. Krass, Fräulein Präsidentin. Well, Wenn du meinst, was ich mich gefragt habe, ist das Buchimaru-kun auf deiner Federmappe? Hm? Als ich klein war, hatte jeder Menge Buchi-Sachen. Da werden Erinnerungen wach. Moment mal, warum ist die so ramponiert? Die meine Güte, wie lustig. Die Präsidentin des Schülerrats hat eine total niedliche Federmappe. Plötzlich sehe ich dich mit ganz anderen Augen. Eine Wendung um 360 Grad. Wie oberflächlich sind die Leute denn bitte? Wäre das nicht im Kreis? Keine Ahnung, ich war total baff. Ich hätte nicht gedacht, dass Leute wie du auf sowas stehen. Ich dachte immer, du wärst wie ein Roboter, aber vielleicht muss ich dich nur kennenlernen. Hey, gibst du mir deine Nummer? Ich will noch mehr über Buchimaru-kun reden und deinen Freund. Oh. Wie oberflächlich ist die denn? Er ist nicht mein Freund. Und gespeichert. Aber später schicke ich dir noch Bilder aus meinem Buchimaru-kun-Sammlung. Tschö. Was war das denn jetzt? Ich führe da manchmal so absurde Unterhaltung, ne? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich auch nicht, Makoto. Wir sind da schon zu zweit. Ehrlich gesagt bin ich schockiert. Sie dachte, ich wäre ein Roboter. Mach ich nicht, aber ich bin mir bewusst, dass man mich so sehen kann. Was Takao-san über mich gesagt hat, ich glaube, so sehen andere mich auch. Ich dachte, nach der Sache mit Kaneshiro hätte ich mich geändert, aber vielleicht nicht genug. Davon abgesehen war es inspirierend, jemanden kennenzulernen, der so anders ist als ich. Ich werde versuchen, die Welt ab jetzt mit anderen Augen zu sehen. Und ich hoffe, es hilft mir aus mir... Was? Ja, okay. Also, halte dich bereit. Ich zeige dir, wie nützlich eine Musterschülerin wirklich sein kann. Mir tut Makoto voll leid. Alright. Da ich jetzt ihre Kontaktinfos habe, würde ich gerne ausführlich mit Takao-san reden. Vielleicht kann ich ihr helfen, ihre falschen Vorstellungen von dir zu revidieren. Und wie immer sage ich Bescheid, wenn etwas Wichtiges passiert. Die Zuckermaus liegt neben mir. Sie wollte einfach nicht weg von mir. Wir schwitzen uns jetzt gegenseitig quasi zu. Aber irgendwie ist sie sehr konsequent und pennt. Hallo, danke, dass du dich heute zu mir gesetzt hast. Das hat wirklich geholfen. Ich habe vorhin eine Nachricht von Takao-san bekommen. Sie ist ein großer Fan von Buchimaru-kun. Ihre gesamte Kollektion zu sehen war echt verrückt. Sie hat sogar einige Buchimaru-Emoticons. Thank you.
Aber ich bin etwas schockiert. Ich hätte nicht erwartet, dass uns so etwas näher bringen würde. Obwohl mir der Laden, in dem sie arbeitet, immer noch ein wenig Sorgen bereitet. Ich werde mich ein wenig mehr anstrengen, um zu ihr durchzukommen. Ich hole mir vielleicht später nochmal Rat bei dir. Ich kann... Jetzt kannst du erstmal gehen. Ich brauche dich nicht. Verschwinde. Geil. Ja, gut. You're back. I'm back. Ja. Irgendwelche Neuigkeiten? Oh, warte. Nein, bau auf dich. Willst du... Spurenschein. Alter, Alter. Nee, warte mal. Levi. Boja. Da ist niemand. Ach, die in der Kirche kann ich ja auch nicht ansprechen, weil ich nicht genug Charme habe. Aber jetzt gucke ich erstmal The Running Dead, war es das, ja? Oh! Und stärke meinen Mut. Ich muss ja nicht immer mit Menschen ausgehen. Right. Sir, wait! I'm human! I'm still human! Das ist meistens in Apokalypsenfilmen mit Zombies, so dass die Menschen gruseliger als Zombies sind. Weil der Mensch dann seinen Abgrund zeigt. Alter, ich bin so mutig jetzt geworden. Ich kann jeden Horrorfilm gucken. Anscheinend nicht, ich bin immer noch nur wagemutig. Okay. Müsste jetzt nicht bald die Frist enden? Ich weiß, gute Frage, ne? Aber ist eigentlich ja. Really? Nein, es ist wieder. Es gibt so viele Jungen. Aha. Hier Fume Togo zum Beispiel. Für eine Oberschülerin hat sie unglaublich Talent. Und hübsch ist sie auch. Ja, das weiß ich. Ich habe aber nicht genug Charme, um sie. Schon direkt nach der Schule. Regenzeit, okay. Wie geht's dir so, diese Anfrage? Ich wollte eh. Warte mal, ich bin da ein bisschen überfordert. Vertraute. Wie kann ich jetzt nochmal testen? Nee, so nicht. So kann ich nicht testen, ob wie nah wir uns stehen. Ich glaube, daran bin ich schon die ganze Zeit. Nee, die ist der Teufel. Wo ist der Tod? Ich habe doch gerade den Tod gehabt. Mond, Teufel, Tod. Da. Immunisierung gegen was auch immer. Das ist ganz nett. Aber wie kann ich es rausfinden? Also... schwierig, schwierig. Ich würde eigentlich gerne wissen... Jetzt bin ich schon so lange in dem Spiel und weiß einfach immer noch nicht so richtig. Der 9. Das heißt, wir haben noch Zeit, ja. Nee, ich gehe nicht sofort hin, sondern ich gehe erst. Ryuji ist hier. Takemi. Ah, es ist. Hier sehe ich es, Leute. Cool, ne? Ich wollte jetzt aber erstmal kurz die DVD austauschen. What would you like? Not so hot, Betsy. Will mein Charme. Und jetzt können wir gerne in Angriff nehmen, dass die Ärztin mich gerufen hat.
Ich meine, ich würde schon gerne ein bisschen trainieren, aber das ist ja auch Training, wenn ich meine Persona erhöhe. Please head to the exam room. Aber je weiter wir bei dem Rang ja auch hochkommen, so mehr erfahren wir über die Geschichte von denen, das ja auch sehr interessant ist. Quacksalberin. Mein damaliger Chef hat dann meinen Platz eingenommen. Wie mies ist das denn? Mein Mut ist gestiegen. Irgendwann muss ich doch mal mutiger werden, oder? Na, ich bin immer noch nur wagemutig. Na gut. Bye. Ich sollte auch für meine nächste Zeit mehr Heiltränke und so einen Kram holen. Wie wir irgendwie allen Personen so ein bisschen auch helfen. Rain, huh? Ja, Regen. Wie weit? Ich nehme an, wenn die grau sind, dann kann ich mit denen halt auch nichts machen, ne? Ich hab mal niemanden? Das ist ja krass. Achso, nee, warte mal. Ich will in die Klinik und Medikamente kaufen. Please head to the exam room. Well, which do you want? Ein neues Medikament von erstellt aller Verbindungen. Do you know what it actually costs to make a new medicine? Oh, did you decide? Das ist zwar teuer, aber drei Stück nehme ich mal für Vorsichtshalber und Lebenssalber. You want that one? Here you go. Fünfzig, das ist wenig, ne? That should work. Hiervon kann ich mehr kaufen, aber 10 sind halt auch wieder nix wert, ne? You want that one? 50% sind ja auch nicht schlecht, ne?
Take care. Mhm. Okay, ich glaube, das ist eine ganz gute Grundlage. Hm, ich habe überlegt, ob ich mal gucke, ob der... Ich kann in das rein. Hm. Ach so, nein, okay. Welcome. Guck mal, Retro-Spielset. Und direkter Bike, scheiß auf das Geld. Vielleicht kann ich aber auch... wo gibt's noch mal Edelsachen zu kaufen? In Shinjuku, ne? Nee. Oh, hier, ne? Ich kann die Klamotten verkaufen gehen. Wo ist noch mal... Nee, warte mal. Ich bin hier falsch, oder? Ja, ich bin hier falsch. Ja. Das irritiert mich zwar immer noch sehr, aber ja. Take your time. Apfelfederhalter. Ja, danke. So. Russige Stiefel. Okay. Und jetzt möchte ich... was möchte ich jetzt? Ich hatte gerade überlegt, dass ich noch irgendwas machen wollte. Aber irgendwie... Ja, er drängelt und ich... Ja. Jetzt habe ich eine Spielekonsole. Gehört das zu Deko? Gar nichts. Hey! Bei Videospielen viel Zeit, aber je nachdem, welches Spiel du spielst, werden verschiedene Werte erhöht. Spiele bestehen aus mehreren Leveln. Wenn du ein Level abschließt, füllt sich ein Modulsymbol. Das Spiel ist abgeschlossen, wenn alle Symbole gefüllt sind. Oh! Ja, ich will jetzt erstmal mit meinem Charme und meinem Mut arbeiten. Also. Wie kannst du expect to write for a fashion magazine, when you dress like a fashion victim? Because I really like words and pants. Nice. I see. Ich weiß nicht, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte nach neuen Ausrüstung gucken für meine Leute bei dem Typen mit der Waffe. Ach, Mist. Egal. Geht ja auch so noch gerade noch. Wir sind bei 23% Berühmtheit. Good morning. It's hot again today. Konoshiro's deadline is drawing near. We did all we could. I hope we can avoid problems now. As expected from someone who's been through this 3 times already. If you say... Okay, ja. Ja, ich bin der absolute Phantom-Team-Profi. Yep. Auch wenn ich keinen Bambus-Deko ausstelle und meinen Wunsch auch einen Zettel schreibe, dieses Jahr bin ich einfach nicht in der Stimmung dazu. Oh, aber es gibt eine Tradition-Geschichte, Gericht zu Tannenbaum sowie Schokolade zu Valentinstag. Do you know the answer? Wie lautet er? Oh. Moment. Ja, ich warte. Hey, wait! Warte, ich will helfen. Und zwar am 7. Juli die Milchstraße Essen Somennudel. Wie kommt man von der... Counting on you! Mein Hund wollte jetzt ganz dringend hier raus.
Milchstraße. Charme ist gestiegen, aber nicht wirklich hoch. Gut. Ja, ja, natürlich. Drei Nachrichten, sag mal. Achso, das ist Triple Heaven, das ist mir egal. Now's our chance. Das war mir das Recht, wann immer es so passt, aber ich warte. Ich habe mit dir einfach noch bis jetzt sehr wenig gemacht. Es ist halt doof, wenn ich zwei Leute habe, mit denen ich eigentlich relativ wenig gemacht habe. Aber ja. Nächstes Mal ist dann der andere dran, der mit den Bildern. Jetzt wüsste, dass das andere mehr Erfolg hat, dann würde ich vielleicht doch zu dem anderen gehen. Das ist jetzt so die Frage. I feel like dancing. Sorry, Mädchen, das meine ich auch gar nicht gegen dich, aber ich muss jetzt einmal was prüfen. Wo ist er nochmal? Untergrund-Einkaufszentrum, oder? Nee, ich weiß nicht, wo der ist, wenn ich ehrlich bin. By the way. Mehr Sachen, die da. Alright. Indeed. Ja, das stimmt. Ich finde das auch sehr cool geworden. Was? What did you say? Das ist leer. Bedeutungslos. Ich find's ziemlich cool, aber egal.
my. Naja, die Leute sind halt für die Realität der Welt nicht so... How could this be? Oh Gott! Kumpel, beruhig dich! Steh auf! I see. Alter. Okay. Okay. Okay, das hätte sehr gut geklappt. Damit ist er auch Rang 3. Ich meine, die eine Rothaarige müsste auch Rang 2 sein. Folgeangriff. Hm, cool. Let us return home. Ja, der fragt sich gerade, wo ist da die Schaffenskrise drin? Naja, ich glaube, von dem werden wir jetzt noch öfters was mitbekommen, wenn wir seine Storyline weiterverfolgen. Okay, hau raus. Wie verwirrend, ehrlich. Die Leute sind manchmal wirklich arg komisch. You're back. Nice. Dass sie mich darauf hinweist, ist ja schon. Persona werte, nein, vertrauen. So, jetzt können wir nochmal. Also, die haben schon mal 3, das ist ja gar nicht schlecht. Goro Akechi nicht. Warte mal. Gefängniswärter, Morgana, Makoto Nijima, Yusuke, so, An, Ryuji, Goro. Verdächtige Ärztin, Mishima, Mann des Volks, Kazumi, die hat 2, das war mir klar. Aber ich hatte jetzt die Wahl halt zwischen Rang 2 bei ihm und bei ihr zu entscheiden. Und bei ihm habe ich den Rang 3 bekommen, bei ihr noch nicht. Aber ich muss ihr demnächst auch mal ein bisschen mehr Zuneigung geben. Dem darf ich ja irgendwie keine Zuneigung geben. Was sonst? Oh! Hey, hey! Ein wenig spielen. Wo Kunst ausgestellt wird und verkauft wird. Galerie, oder? Oder? Hm, Moment, ich habe das ja auch noch auf. Doch, Galerie ist tatsächlich richtig. Ja, sagen können, dass da... das ausgerechnete Thema jetzt Galerie ist. Nice. So, und jetzt gucken wir oben den Film für Charme. Wo kriege ich eigentlich Videospiele her? Oh! Das ist eine gute Frage, wo ich Videospiele herkriege, wenn ich alle spiele. Naja. Wait, what did you say? Hmm. Oh! Hmm. Ja, ich bin charmant. Vielleicht können wir jetzt endlich mit der einen Trulla da reden. Okay, well then. Jetzt vielleicht nicht gerade da, wo diese Frist abläuft, aber... Die Frist läuft doch erst am... Hey! Hm?
ist, glaube ich, ein Investment für die Zukunft. Und keiner meldet sich? Okay. Maruki. Erst Maruki. Maruki. Ich muss gleich mal nachgucken, wer Maruki ist. Anne? Ich habe so viele hier. So, aber wer ist Maruki? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Mishima. Ach, der. Ach, der. Ach, der. Okay, okay, okay. Ich sehe schon. Bei dem habe ich aber noch keine Chance, ne? Weil der ist noch nicht hoch genug, ne? Wir schauen mal, ob sich jetzt was bei uns geändert haben, wo wir jetzt zusammen sind. We'll just have to wait for now. Thanks. Okay. Oh, soll das ein Date werden? Alright. Oh. Hm? Mika hat sich als Mitarbeiter der Agentur ausgegeben und ihnen gesagt, dass der Ort hat sich geändert. Wir hatten die Gerüchte gehört, sie habe als Eifersüchtin Leiden abgetan. Die Fotos, die dann mit ihr aufgenommen wurden, haben sie erst so richtig bekannt gemacht. Ich habe sie heute also danach gefragt und sie sagte einfach nur, es tut mir leid. Wie auch immer, fangen wir an. Bist du soweit? Du hast sowas Billiges abgezogen? Die Branche quillt über von Models. Ohne ein paar gute Fotos kommst du auf keinen grünen Zweig mehr. Wer nun wartet, der verliert. Du musst dir dein Glück erst selbst erkämpfen. Du hast vielleicht Nerven? Selbst schuld, wenn du rausfliegst. Wenn du nicht alleine wieder hochkommst, verschwinde besser. Klar hab ich Talent, aber ich brauchte die Aufnahmen heute. Heute verkaufe ich mich wie verrückt. Und mit der billigen Entschuldigung war alles wieder in Butter. Es zu verbergen wäre blöd gewesen. Feuern können die mich nicht. Ich werde immer populärer, auch wenn die mich für die Sache hassen. Oh. Du bist genauso wie die Ganoven, die ich als Kind geliebt habe. Schön stark und fies. Kann dich einfach nicht richtig hassen. Mit harter Arbeit wirst du es nur auf den zweiten Platz schaffen. Ich werde die Nummer 1 werden. Du magst jetzt bekannter sein, aber den Ruhm reiße ich mir bald unter den Nagel. Ganz fair natürlich. Du bist so hässlich, weil dein Inneres so hässlich ist, Mädchen. Was sag ich dir jetzt? Du hast nicht alles gegeben? Yes! War richtig, gut. Oh.
das ist bei ihr so einfach. Here really quickly. Oh, indeed, mm-hmm. Yeah. Yeah. Wie niedlich ist das denn? Back when I met Shiho, when she saved me, I realized that personal relationships are something to be treasured. That's why I'm not going to run away anymore. Uh-huh. I'll face myself head on. This time, it's my turn to help someone. But I'm still kind of worried. Do you think you could help me? Mm-hmm. You can lean on me too, if you need it. I feel like we finally see each other eye to eye. I'm so glad I met you. Oh. I am thou. Thou art I. Thou hast turned a vow into a blood oath. Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart. Thou hast awakened the ultimate secret of the lovers, granting thee infinite power. Okay. All right. Sie verwandelt sich auch. Oh, jetzt sieht sie aber viel hässlicher aus. All right. Hekate, okay. Ja, gut, von mir aus. Tja, wen bringen wir jetzt auf 10? Promise me that you'll stay by my side. Okay. Good. I'm so glad. Thank you for enjoying our Ferris wheel experience. The gondola will arrive at the platform shortly. Huh? It's over already? We went all the way around, but I didn't see any scenery. All I saw was you. Before we get off, should we at least do one thing, you know, that couples do? I'll leave it to you. Should I close my eyes? Oh Gott, wie niedlich ist das denn? Weiß aber, hebt alle Statusboni. Schweiße sind nicht, wenn ich alle schwimme, aber sei es drum. Ich lass das mal da. Das war irgendwie super knuffig zwischen den beiden, ne? Ja. Die Frist ist morgen, klappt das? Die Bilder sind weg, es kann uns nichts mehr erpressen. Jedenfalls, wenn wir keine Shiro glauben können. Sag nicht sowas Beängstigendes. Wir können uns noch nicht entspannen. Vielleicht wird es noch aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Echt jetzt? Außer sie haben eindeutige Beweise wie ein Geständnis. Ich bin so ein bisschen der Aufbauwiegel, ne? Alles wird gut, wir schaffen das, das ist super, das ist toll. Das klappt ganz sicher. Ja, okay. Irgendwelche Neuigkeiten?
von mir aus. Die ist so unhöflich, die Frau. Ich meine, ja, Alkohol und so. Oh, honey. Yo! Then take a seat. Jetzt ist sie freundlich. Und dann nicht mehr. Thanks a bunch. Völlig am Durchdrehen. Ja gut, das war einfach. Jetzt bin ich auf den Tag gespannt, tatsächlich. Aber das machen wir erst nächste Folge. Ich vergesse hier schon wieder den Cut zu setzen. Oh je. Mischt. Wir sind auf 35% hochgegangen, Leute. Oh man. Ach. Who cares? Boah, die reden alle darüber. Bin ich beeindruckt. Ich kann nicht glauben, dass sie wirklich Herzen stehlen. 35%, Leute. Mit jedem wird es besser werden. No matter how hard they looked, even our organized crime department couldn't catch Junya Kaneshiro. And yet he simply turned himself in. Even confessed all his crimes. The Phantom Thieves. Bank der Völlerei. Is it a crime to manipulate someone's heart? Depending on the means, yes. He's absolutely right. Even if it makes someone admit their evil deeds and helps make them pay for their crimes? I hope she hasn't fallen under their influence. Alter, der hasst uns regelrecht. Damn it. Der hasst uns richtig. Und es ist mir total scheißegal. Now everyone. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was denn? Give me an answer. Ja, Moment. Ein Dreieck. Hat 12, ey. This is it. Very good. Okay, kann ich jetzt Cut machen, Leute? Ich hoffe es doch. Nein. Hell yeah! Kaneshiro finally confessed! People have been making a huge deal of it since the police announcement. It's difficult to accept that the authorities are taking all of the credit for his arrest. People are going nuts about the Phantom Thieves online, though. Look! It's all coming together for us. This is quite the turnaround. All of a sudden, people are expressing their long-standing belief in us. So this is why Makoto told us to post the calling card anywhere that might stand out. Pretty smart move on her part. Oh, where is our amazing Miss President? Nicht da? Hello? It's Makoto. My apologies, but I won't be able to join you today. I've been called into a meeting with the principal. There's no need to worry, though. More importantly, there is a special on TV about the Phantom Thieves. Huh? What did it say? They were talking all about our calling cards. For real?
Wir sind berühmt. Anyway, my apologies about today. I'll have to see you all another time. Who is that? Really? Oh, that's freaking crazy! Well, I hope all this excitement doesn't place us on the police's radar. It'll be fine! No way they'd find out about that weird other world. True, but do you remember what the fake Kaneshiro said towards the end? Yeah, he said we're not the only ones who are doing it. Eh, not gonna let it bother me. As far as we know, he was just pulling that shit out of his ass. Ich glaube nicht. I hope that's the case. Anyways, in your face, Akechi. Now, what do you want to do about our next target? Don't get ahead of yourself. Still, people might expect a lot from our next move, considering how excited they're getting. We can't just pick any old schmo now. There is no need to hurry, though. Counting Kamoshida, we've claimed 3 consecutive victories, right? We should just lay low and wait for all this excitement to blow over. In that case, how about we have another celebration? Oh, good idea! We can make it a welcoming party for Miss President, too. By the way, that briefcase, it's pretty damn expensive. Let's sell it and drop the cash on our party. Wow. Seems like the lay low and... So we can count you out then, Morgana? What are you talking about? I was just saying we should try and keep our party on the down low. That's the spirit. Well, I'm gonna let Makoto know. Hi, Makoto. There's something we forgot to tell you. So... Oh... What's wrong? Hello? I hope you remember we have finals next week. Yusuke and Morgana excluded, of course. If you wish not to stand out, you had best not get bad grades, okay? That is something I simply would not be able to overlook as student council president. For now, behave and concentrate on your studies. We can have fun once finals are over. Understood? So, habe ich jetzt wieder... Nein, ich habe nicht meine Ruhe. Das ist Wahnsinn. Ich kann keinen Schein machen. Care to explain? I believe in what I wrote. The Phantom Thieves are just. Have you figured out who they are? No, I'm nowhere close. However, after considering all the facts, I concluded there are no errors in their acts or principles. Thus, upon deeming them to be on the side of justice, I have decided to end my investigation. But that's impossible! Impossible? May I see the evidence you have that leads you to believe so? I was just speaking to the director of a prestigious college about your letter of recommendation, too. There will be no need for that. I intend on getting into a good college by my own merit. Please excuse me. Hey, we're not done here! Hey, vollidiot. Sir, it's me. I apologize for bothering you like this about that. Yes, I am making progress. However, I have stumbled upon some difficulties. Still, why would someone as important as you be interested in a petty case like this? No, that's not what I meant. I will investigate with all the resources available to me. Da musst du wohl selbst tätig werden. Of course. I should be able to let you know relatively soon. Yes, I will bring good news. Well then, thank you for your... Damn it! Oh Gott, es geht weiter. Hi, sis. You look tired. Is everything okay? Don't worry about me. How about you, Makoto? Have you been keeping up with your studies? Yes, of course. Though, what is the point of studying? What do you mean? I was just wondering what will be waiting for me at the end. Even if I manage to push through tough entrance exams, I'm still thrust into a competitive society. What else is there besides success? Don't ask me such childish questions. Wow. Isn't this the man the Phantom Thieves sent a calling card for? I heard he confessed all his crimes. Even the police couldn't figure out why. It really was out of nowhere.
This would only make sense if his personality changed. That would be impossible. Why does it matter? The police still caught him in the end, right? I had plans set for a promotion, but no one can take credit for his arrest now with that confession. Not that a child would understand. Oh god, yeah. So she was pursuing the case after all. Promotion. You've changed, sis. But I'll be okay. I finally found a place where I belong. Richtig so, Mädchen, richtig so. Ich habe das Gefühl, dass die Schwester auch mal, you're back. Dass wir bei der Schwester auch mal landen werden. Also, als Fall, ne? Dass wir eine Callcard irgendwann schicken. Oh Gott, lasst mich in Ruhe. Diese Reaktion ist unglaublich, sie schockiert mich, ganz ehrlich. Es ist ganz normal, dass die Leute überrascht sind. Sogar die Polizei konnte ihn nicht schnappen. Ja, übrigens, du meintest, dass der Direktor dich sehen wollte. Ist irgendwas passiert? Es ging um meine Untersuchung der Sache mit Kamoshida. Keine Sorge, ich habe kein Wort über euch verloren. Im Prinzip habe ich ihm gesagt, dass ich keine Information finden konnte. Kein Geschehen. Ich habe meine Rolle als Musterschülerin hinter mir gelassen. Von jetzt an werde ich ehrlich zu mir sein. Ein ziemlich erfrischendes Gefühl. Was hast du jetzt vor? Willst du bei den Phantompien bleiben? Das habe ich vor, insofern euch das keine Umstände bereitet. Es würde uns mehr Umstände bereiten, wenn du es nicht tun würdest. Aha. Wir sollten ihr erlauben, uns beizutreten. Das käme uns sehr gelegen. Na schön, dann freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit. An advisor, huh? This new teammate of ours is pretty promising. We'll be able to do even more now. Gut, ihr Lieben, ich mache jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen schönen Tag und haut rein.